Hallo zusammen! Heute habe ich was ganz, ganz Neues und Aktuelles und es ist selbst im Ausland gerade ein neues Produkt. Das sind die Chips Ahoy S'mores. Ihr kennt vielleicht die Chips Ahoy Marke hier aus Deutschland. Das sind die wirklich leckeren Cookies mit Schokostückchenfüllung. So kennt ihr die, ne? Und die schmecken wirklich geil. Also die Chips Ahoy finde ich richtig, richtig geil. S'mores, was sind eigentlich S'mores oder wie spreche ich das aus? Klingt so ein bisschen wie geschmort, sagt man, und daran sind wir auch schon sehr nah. Denn S'mores, das ist so quasi der süße Lagerfeuer-Snack der Amerikaner, kann man sagen. Die schmoren dann nämlich Marshmallows und Schokolade und rösten das quasi. Müssen die rösten die Marshmallows und die Schokolade. Und dann wird das zwischen so einem Keks gebatscht und dann soll das richtig geil schmecken. Und die S'mores versprechen mir also Lagerfeuer-Geschmack quasi auf der Verpackung, auch wenn da kein Feuer drauf ist. Also geschmolzener Marshmallow mit Schokolade zwischen zwei Keksen. So sehen die Original-S'mores aus und so sieht der Keks aus, der so schmecken soll. Ich habe S'mores ehrlicherweise noch nicht gegessen, aber ich bin sehr gespannt, wie diese Interpretation hier von Chips Ahoy schmecken wird. Und hier steht dann nochmal drauf, neu, neu, neu. Farbe finde ich schon mal ganz cool, ne? Lila. Lila, lila, lila. Hier. Ach, guck mal, ich habe hier noch so ein schönes Vancouver-Pullover. Hoodie habe ich an, das fand ich echt schön, weil es ist von der Marke Roots in Kanada, das ist ein original kanadisches Modelabel und die haben echt coole Klamotten, guck mal, das Blau finde ich auch so schön, aber sorry, jetzt geht es mal weiter mit den Chips Ahoy, ich lasse mich heute ein bisschen ablenken, vielleicht macht das ja auch das Ganze spannender. So, wieder einmal haben wir eine patentierte, aufreißbare Verpackung, die ich wieder verschließen kann. Das sieht immer so spannend aus, wenn man das öffnet, ne? Kennt ihr? Boom! Uiuiui! Das ist jetzt ein Geruch, der mir entgegenkommt. Das erinnert mich schon fast so an die Oreos, weil es war auch, wisst ihr noch, die Oreos, die ich hier getestet habe, die mit der Kürbisfüllung? Das war echt auch so ein ausgefallener Geruch. Boah, ich packe jetzt mal so einen Keks rein und der ist voll weich. Schon ein bisschen angebröselt. Okay, der Koffer ist schuld. Und es riecht voll krass. Ich beiß mal kurz rein, Leute. Oh. Oh Gott. Das krümmelt total. Meine schöne Couch. Und schaut mal. Da ist sogar noch eine Schokocreme-Füllung drin. Ich raste aus. Boah. Also, das schmeckt tatsächlich nach gerösteter Schokolade. Absolut krass. Wow. Schon wieder habe ich noch nie gegessen in meinem Leben sowas. Ich muss nochmal einen heilen Keks für euch finden. Oh mein Gott. Mein Koffer, die Kekse sind so ein bisschen zerdäpscht. Ihr seht das, ne? Aber hier ist krass. Ich habe das Gefühl, da ist Alkohol drin. Das ist so intensiv. Oder irgendwas Ätherisches. Ist ja krass. Muss ich mal gerade nachchecken. Hinten drauf. Backpulver, künstlich hier, Golden Sugar, Coconutöl, Palmöl. Ja, Palmöl. Zucker, aha, und Zimt. Aber hier ist wirklich kein Alkohol drin. Ich glaube, dieser intensive Geschmack muss vom Zimt herkommen. Finde ich schon mega krass. Ich suche uns jetzt nochmal einen heilen Keks hier raus. Die sind so ein bisschen angedöpft aus meinem Koffer. Aber es gibt noch einen heilen S'more. So sieht also der heile S'more aus mit einer leichten Rissnarbe. Aber ihr seht, hier ist das Marshmallow oben drauf. Guck mal, wie man den... wie Sau. Und der Geschmack schon wieder so weihnachtlich. Meine Güte. Kommt halt vom Zimt, ne? Ist wirklich mega. Mein, krass. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie ein ätherisches Öl drin, was meinen Hals so befreit. Unglaublich. Was für ein krasses, unglaubliches Erlebnis. Boah, das ist abgefahren. Den Geschmack habe ich noch nie in meinem Mund. Und die Schokolade schmeckt auch so, als wenn da irgendwas Ätherisches drin wäre. Ich denke immer so Alkohol, was den Atem so befreit. Fast schon gruselig, aber interessant. So schmecken also S'mores.
Ich muss vielleicht nochmal die Variante hier vom Grill probieren, aber ich kann in meiner Mietwohnung so schlecht ein Lagerfeuer und einen Grill anwerfen. Ich habe auch keinen Balkon. Aber würde mich schon mal reizen, wie das in echt schmeckt, dieses Mors. Die Kekse haben mich auf jeden Fall mal neugierig gemacht. Und man sollte die wirklich mal probieren. Also im Gegensatz zu den anderen Chips Ahoy hat der Geschmack mich jetzt nicht zum Ausrasten gebracht. Aber er war besonders anders, muss ich sagen. Und man muss es echt mal probieren. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich denen mal 7 Punkte, weil es echt was ganz, ganz Besonderes ist. Was mich noch nicht so angefixt hat, aber ich sehe gerade, man kann die sogar in der Mikrowelle machen. Soll ich das mal ausprobieren? Ja, das mache ich. Das probiere ich jetzt mal aus. Bis gleich, ihr Lieben. Und da bin ich wieder. Das stand drauf, man sollte das für 10 Sekunden in die Mikrowelle packen. Ich musste aber zweimal 10 Sekunden machen. Jetzt fühlt sich der Keks ganz schön warm an und riecht auch noch intensiver. Ihr seht auch jetzt gleich schon, seht ihr, was passiert? Der zerläuft mir in der Hand, der Keks. Der Keks war jetzt zweimal 10 Sekunden bei 1000 Watt in der Mikrowelle. In den ersten 10 Sekunden hat sich einfach gar nichts getan. Und jetzt teste ich nochmal den Geschmack. Entschuldigung. Und ja, schmeckt nicht anders, ne? Man sieht, dass die Marshmallows ein bisschen anfangen zu schmelzen. Keks zerbröselt. Aber im Endeffekt ist es das gleiche wie vorher, nur in warm. Also es ist winterlich bestimmt ganz toll, gerade wegen dem Zimtgeschmack. Deswegen als neues Produkt 7 von 10 Punkte. Und ich werde mal irgendwie, muss ich mal die Originalsmores wirklich verköstigen. Wer lädt mich zum Lagerfeuer ein? Lass uns ein Feuer starten. Und Smores machen. Nein, will ich echt mal irgendwie das hinkriegen. Klingt spannend. Ja, ihr Lieben, das war's von den Chips Ahoy in der brandneuen internationalen Sorte Smores aus Kanada. Sehr, sehr interessant. Wenn ihr das auch spannend fand, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert unter dem Video und abonniert mich. Das heißt abonnieren. Ach, einfach immer Daumen nach oben. Abonnieren. Ihr Lieben, bis bald. Tschüss.